Eine unerwartete Begegnung mit Räubern entlang des Weges endet in Gefangenschaft. Bei eurem Erwachen erblickt ihr den Waldläufer Streicher vor euch. Als er euch zu schnellem Handeln auffordert, wird euch bewusst, dass ihr in Angelegenheiten verstrickt wurdet, die von größerer Bedeutung sind, als es für eure Person sonst der Fall ist. Oh ja, da sagt er was. Wir sind irgendwie in Gefangenschaft geraten. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und ich muss an der Stelle mal dazu sagen, es gibt für jede Rasse ein eigenes Intro. Ich habe, abgesehen vom Beorninger, den ich ja nicht freigeschaltet habe, mit allen Rassen schon mal gespielt. Die fangen alle in verschiedenen Regionen an. Zumindest am Anfang. Also die trennen sich, teilweise kommt es dann wieder zusammen, aber vieles trennt sich dann auch. Gut, wir, würde ich sagen, folgen dann einfach mal Streicher, denn hier drin wollen wir nicht bleiben. Wo auch immer wir sind und wer auch immer uns gefangen genommen hat, das muss ja nicht so sein. Nicht wahr, Streicher? Räuberwachen fangen an, greifen an. Ich finde übrigens den Namen Streicher total grässlich. So, ich klicke das mal alles weg. Ich brauche keine Erklärung, kein Tutorial. Ich kenne das Spiel ja mittlerweile schon genug. Wir schauen mal in die Tasche rein, denn hier kriegen wir ein bisschen was an Ausrüstung. Ein Bogen, der besser ist als der, den wir sowieso schon tragen. Und auch ein Messer, das ein bisschen besser ist als das, was wir schon haben. So, und dann legen wir die auch gleich mal an. Was haben wir hier eigentlich noch? Irgendwer hat mir einen Haufen Zeug einstecken, habe ich das Gefühl. Ach, wir können zwei Messer tragen. Siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Oh, schön. Der Ringpanzer, der Hammerhand, den haben wir immer dabei. Ich glaube, den habe ich mal durch irgendeine Erweiterung mit erworben. Und wir haben auch hier kleine Geschenkkästchen. Das kriegt man mit jedem Charakter, den man mit dem Account jetzt macht. Ist halt einfach so eine accountweite, ja, treue Aktion sozusagen, wenn man mehrere Jahre lang dabei ist. Wir können da auch hier, das möchte ich mal kurz noch zeigen, die Charakter-Porträtrahmen verändern. Da ich mit dem Account, ich muss sagen, ich hatte vorher schon mal einen Account, aber mit dem Account bin ich über 2 Jahre jetzt dabei, können wir den hier verändern. Da wird hier unten noch so ein Kladderadatsch mit dran gesetzt. Können wir gern machen, warum nicht? Und dann wollen wir mal mit Streicher reden, denn wir wollen hier ja so schnell wie möglich raus. Beeilt euch, wir müssen euren Kampfeswillen erproben. Nicht nur ihr seid hier gefangen. Mein Freund Amdir und ich sind gekommen, um einen Hobbit zu retten. Doch wie sich herausgestellt hat, ist er nicht der Hobbit, dessen Spur wir folgten. Diese Flucht wird für uns alle gefährlich, denn ich weiß, dass hier eine große böse Macht lauert. Ich habe von ihren Bewegungen gehört und kann ihre Anwesenheit spüren. Wisst ihr, wie man kämpft? Ihr solltet mit mir üben, um ein Gefühl für diese Waffe zu bekommen. Gut, und dann wird der erste Kampf, den wir hier ausführen, gegen Aragorn geführt. Also Streicher ist der Aragorn. Und viel bereit zu machen gibt's da nicht, denn ja, wir kriegen jetzt nicht so viel ab. Wir können auch einfach jetzt auf ihn draufschlagen, können aber an der Stelle auch mal unsere Skills ausprobieren. Zum Beispiel den schnellen Schuss. So, und damit ist auch schon vorbei. Ihr habt eure Kampffertigkeiten ausreichend unter Beweis gestellt. Und Gut gemacht. Lasst uns voranschreiten. Genau, dann wollen wir mal voranschreiten und Streicher nach draußen folgen. Gut gemacht. Eure Kampffertigkeiten sind äußerst beeindruckend. Hört mir jetzt genau zu. Um hier raus zu gelangen, benötige ich eure Hilfe. Wenn wir dieses Gefängnis verlassen, wird der wahre Kampf beginnen. Hier entlang. Hier hindurch. Gut, folgen wir ihm mal und solange wir Aragorn vorbei ist, einen Augenblick. Ich muss erst dieses Schloss aufbrechen. Bleibe ich mal noch bei der Szene und danach mal ein paar Erklärungen, sobald Aragorn sich verkrümelt hat. Das wird er nämlich gleich machen. Wir sehen schon, hier liegen auch schon ein paar tote Räuber rum. Also Aragorn hat schon ein bisschen aufgeräumt. Hier trennen sich unsere Wege. Entschuldigung, habe ich dir jetzt drüber gequatscht. Hier trennen sich unsere Wege für eine Weile, Aegir. Ihr solltet die 2 unschuldigen Hobbits befreien, die ebenfalls hier gefangen gehalten werden. Celandin Brandybock und Mundo Sackheim Beutlin. Ich muss nach Zeichen von Mordors Diener suchen und über seine Verbindungen mit den Schwarzwolds alles in Erfahrung bringen, was ich kann. Amdir, der ebenfalls ein Waldläufer ist, macht uns einen sicheren Weg frei. Er wird uns am Haupttor erwarten. Befreit zuerst Celandin. Sie wollen nur Mundo lebend, da sie ihn mit jemand Wertvollerem verwechselt haben. Wenn ihr beide Hobbits befreit habt, begebt euch zu Amdir nahe dem Haupttor. Dann werdet ihr nach Arshid aufbrechen, wo wir in Sicherheit sein werden. Dann werden wir nach Arshid aufbrechen, Entschuldigung. Gut, wir werden Celandins Wächter fertig machen. Ihr solltet Celandin auf der anderen Seite dieses Tores finden. Kommt zu mir zurück, nachdem ihr sie gefunden habt.
Das machen wir und ich räume mal ganz kurz meine Skills ein bisschen um. Ich muss mal schauen. Das ist ein Nahkampfangriff. Den packe ich mal nach ganz vorn. Dann mache ich das mal so rum. Ich muss mir erstmal dann wieder eine Ordnung zurechtlegen. Das ist immer so eine Sache. Man muss sich halt seine eigene Ordnung ein bisschen zurechtlegen. Aber hier am Anfang kann man eh noch nicht viel falsch machen. So, Wächter von Saladin besiegt. Wunderbar, wir kriegen die Erfahrung erklärt. So, und an der Stelle mal kurz eine Pause, denn ich möchte mal erklären, was hier überhaupt los ist. Wo wir zeitlich ungefähr sind und was sich hier abspielt. Wir haben schon gesehen, wir wurden von Aragorn gerettet. Wir sind in der Nähe von Bre. Haben wir eigentlich schon eine Karte? Nein, doch. Gut, kann ich euch das doch schon zeigen. Wir sind im Breland. Und da haben wir hier Bre. Die Stadt sollte ja so gut wie jeder, der mal irgendwas mit dem Herrn der Ringe irgendwie zu tun gehabt hat, kennen. Dort ist ja das tänzelnde Pony, in dem Aragorn auf Frodo und die anderen Hobbits trifft. Und wir befinden uns hier in Arched. Das ist eine Stadt, beziehungsweise sagen wir mal ein Dorf im Breland. Beziehungsweise wir sind nicht ganz in Arched, wir sind irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich in den Bergen, ich weiß es nicht genau. Aber hier werden wir gleich starten in Arched. Das ist das Stadtgebiet der Menschen und der Hobbits. Also die teilen sich das hier am Anfang. Allerdings werden die Hobbits, nachdem das Einführungsgebiet beendet ist, dann hier drüben im Auenland starten, hier in Michelbinge, glaube ich. Während die Menschen in einer späteren Version von Arched starten, sozusagen. Das werden wir dann noch sehen, was ich damit meine. Während die Elben und die Zwerge hier hinten in den Eredluin, in den Blauen Bergen, starten. Die Blauen Berge liegen westlich des Auenlandes und wir sehen schon, wir haben hier einerseits die Elbenlande, vor allen Dingen Selongdim ist da das Stadtgebiet dann. Leider geht es nicht zu den Grauen Antworten, was ich sehr schade finde. Ich fände es sehr schön, wenn man irgendwann nochmal da was ändern würde, dass die Grauen Antworten dazukommen. Weiß ich nicht, ob das irgendwann mal geplant ist. Und hier hinten haben wir noch Thorins Tor. Thorins Tor ist mal die Heimstätte von Thorin gewesen, denn wir wissen ja, Thorin und seine Zwerge, seine Schar, die wurden vertrieben aus dem Erebor. Also Thorin ist ja der Sohn von Thrain und Thrain ist der Sohn von Thor und die waren Könige unter dem Berg, beziehungsweise Thor war König unter dem Berg, also von Erebor. Und die wurden aber vertrieben durch Smaug den Drachen und Thorin ist hier in den Eredluin untergekommen. Ich weiß nicht, ob das so deutlich mit in den Büchern erwähnt wird, ich glaube es bald nicht, aber zumindest wurde es so interpretiert. In den Eredluin ist Thorin halt untergekommen. Mittlerweile ist Thorin natürlich nicht mehr da, sondern Dvalin regiert hier und ist eigentlich, das haben sie ein bisschen verändert zu den Büchern, Dvalin ist eigentlich mit im Erebor. Die meisten der Zwerge, die im Hobbit mit dabei sind, leben danach im Erebor und dienen dort Dain Eisenfuß, der dann König unter dem Berg ist. Genau, die Zwerge fangen dann hier an, die Elben hier und das ganze Einführungsgebiet, bis sich in Bre alles versammelt, spielt sich dann hier in den Eredluin ab. Ich muss sagen, ich mag die Gegend nicht ganz so, weil die Elbenlande leider relativ kurz wegkommen dabei. Es dreht sich dabei um den Konflikt zwischen den Zwergen und den Elben und spielt sich dabei relativ viel hier in dieser Gegend ab und die ist doch ziemlich düster und trostlos. Also das ist so, ich weiß nicht, es ist ziemlich zwergisch geprägt, was auch daran liegt, dass man vor allem Zwerge als Gegner hat in dem Prolog, in der Geschichte. Ja, deswegen gefällt mir das nicht ganz so. Aber es gibt da auch noch so eine kleine Vorgeschichte, dann da geht es darum, das kann ich aber später mal erwähnen, das hat jetzt noch überhaupt keine Bewandtnis, kommt aber dann zu einem viel späteren Zeitpunkt dann noch auch in der Hauptstory mal kurz zum Tragen. Und zwar geht es da um den Konflikt der Elben gegen die Grimhans, das ist eine kurzbärtige Zwergenfamilie. Und die sind unter ihrem Führer Skorgrim gewesen und vor hunderten von Jahren hat Skorgrim versucht, Edelond anzugreifen. Edelond ist, nee Quatsch, Edelond, heißt das so? Schauen wir mal. Edelion, Entschuldigung, Edelond ist was anderes. Edelion anzugreifen, das ist eine Elbenzuflucht gewesen, die hier war. Und hier beginnt das Ganze auch am Anfang, wenn man einen Elben spielt in Edelion und man erlebt das Ganze mit als Elb. Kann man natürlich einige Jahrhunderte verbringen, das ist nicht das Problem. Da erlebt man das Ganze mit, wie Skorgrim angreift, wird getötet. Allerdings werden wir das, wird man dann dort sehen, oder kann man dort sehen, wie Skorgrim wiederbelebt wird. Und das spielt später eine Rolle.
Während bei den Zwergen, wenn man als Zwerg anfängt, beginnt man irgendwo hier bei den Minen. Ich weiß gar nicht, wo genau. Irgendwo hier glaube ich, irgendwo bei den Minen. Hier drüben. Und man trifft auf die ganzen Zwerge aus Bilbos Reisegruppe, was ich total schön finde, weil zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist, war noch gar nicht klar, ob jemals der Hobbit rauskommen würde. Man hat es einfach mal mit eingebaut, Bilbos Reisegruppe, ohne Bilbo natürlich, die ganzen Zwerge, die haben sich gesammelt und sind dort mit Gandalf zusammen gewesen und man trifft die alle mal und ich glaube, man trifft auch Gimli, der sich dort von Gloin, von seinem Vater verabschiedet. Und in der Höhle wird man dann von Gandalf gerettet, weil man auf einen Troll trifft. Weil die Zwerge mal wieder zu tief gegraben haben, wie es immer so ist. So, ich will aber gar nicht so viel jetzt darüber verlieren hier an Worten, weil das unwichtig ist. Zeitlich würde ich sagen, wird wahrscheinlicherweise, es ist nicht ganz klar, aber wir befinden uns auf jeden Fall noch zu einem Zeitpunkt, bevor Frodo Bree erreicht. Deswegen denke ich, dass Frodo entweder noch hier drüben am Bühl, also der Bühl ist der Hügel, ne, in dem Beutelsend liegt, hier in Hobbingen sein, entweder irgendwo auf dem Weg oder er ist vielleicht auch schon hier im Bockland in Krickloch untergekommen. Das ist auch was im Film überhaupt nicht erwähnt wird, das werde ich dann aber, wenn wir dort sind, denn da werden wir einen kurzen Abstecher hin machen, auch mal mit erwähnen. So, also wir sind noch zu einem Zeitpunkt, bevor Frodo auf Aragorn trifft. Und wollen dann mal loslegen hier. So, jetzt habe ich genug Zeit mit Quatschen verbracht. Wir wollen spielen. Wir wollen töten. Seht nur. Und die Schwarzwolds sind da eine willkommene Wahl. Bam. So, also zu den Schwarzwolds ist eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist eine Räuberbande, die hier das Breland unsicher macht. Falls ich immer mal hier auszusehen was komisches drücke, das liegt daran, dass ich nicht auf meine Nummerntasten schauen kann und ich dann eventuell mal daneben drücke. Ich mache hier nur nach Gefühl gerade. Ihr macht mir keine Angst. So, Drama, Drama. Eigentlich wird uns da nur gesagt, dass manchmal gerenderte Szenen kommen, in denen man nicht eingreifen kann. Das kommt davon, du dreckiger Säuber. Der wird geschlachtet und damit ist Celandin befreit. Nimm das, du mieser Dieb. Ein danke. Wundervoller Tag, nicht wahr? Danke, danke, danke. Ich fing schon an zu befürchten, dass dieses kleine Missgeschick mein Ende bedeuten würde. Diese Räuber sind ein widerlicher Haufen. Mein Freund Mundo ist in der Nähe, glaube ich. Wir müssen ihn ebenfalls retten. Die Räuber haben schreckliche Dinge gesagt. Wir werden eine Ablenkung brauchen. Und ich weiß auch genau, was zu tun ist. Besiegt Mundos Entführer. Ich brauche nur eine kleine Flamme. Und wir werden sehen. Und etwas, das ich damit in Brand setzen kann. Das sollte sie aufschrecken. Hobbits sind, ja, ein bisschen wehrhafter, als man es erstmal denken möchte. Folgt mir. Das kleine Mädchen, das wir befreit haben, zündet einfach mal eine Hütte an. Warum nicht? Die Frage ist nicht, da ist es. Deiner behaarten Zehen zu zocken. Feuer. Hobbit, holt Wasser, schnell! Und damit geht es los. Wir kümmern uns um die Räuber. Lernen, und retten Mundo! Schwarzwald sein zu lassen. Es gibt schlimmere Dinge als mich. Ihr so. Werdet schon sehen. Ihr habt Mundos Entführer besiegt. Es wird aber auch Zeit, dass ihr kommt. So, jetzt können wir mit Mundo reden. Mundo ist ein typischer Sackheim-Beutlin. Wer mit den Sackheim-Beutlins nicht anfangen kann, das ist die ungeliebte Verwandtschaft von Bilbo und auch von Frodo. Und das ist sehr schön eigentlich. Das ist, glaube ich, auch im Film im dritten Teil vom Hobbit so dargestellt. Wenn Bilbo zurückkommt, oder als Bilbo zurückkommt vom Erebor, da wird alles gerade ausgeräumt und seine Hütte wird versteigert, weil alle denken, dass er tot ist. Weil er halt einfach schon ein Jahr lang nicht mehr da war und da ist man im Auenland der Meinung, ja, da muss er ja tot sein. Und die Sackheim-Beutlins sind unglaublich scharf auf seine Wohnung am Bühl. In Beutelsend und wollen die unbedingt haben und sind dann unglaublich sauer, als die Wohnung doch nicht frei wird, weil Bilbo eben noch lebt. Allen voran Lobelia Sackheim-Beutlin. Die ist, ich glaube, als Bilbo zurückkommt, ich hatte mal gerechnet, ich glaube, die ist 23, als Bilbo zurückkommt. Lebt immer noch, als Bilbo aus dem Auenland verschwindet zu Beginn des Herrn der Ringe und kriegt dann tatsächlich, als Frodo sich aus dem Auenland verzieht, Beutelsend übertragen. Aber man merkt, dass da überhaupt keine Liebe herrscht. Also die Beutlins, also Frodo und Bilbo, die hassen die Sackheim-Beutlins eigentlich insgeheim. Aber gut, so ist das eben. Man muss ja auch nicht alle Verwandten mögen.
Höchste Zeit! Sollte ich mich etwa selbst retten? Macht schon, ihr Dummkopf! Holt mich heraus, bevor diese Banditen zurückkehren! Die wollen mich verkaufen wie einen Sack Kartoffeln! Gut, dann sollten wir uns mal nach Amdir und Aragorn umschauen. Und wir sehen schon, das Grauen hat Besitz von uns ergriffen. Zurück! Geh zurück zu den Schatten, gefallener König! Nazgul! Aber bald schon werdet ihr von mir Staube liegen. Ah! Amdir! Der Beutling. Ich bin verloren. Verfluchte Flammen. Dieser Donadan wird fürs Erste ausreichen. Möget ihr handeln. Ihr werdet diesen Leuten kein Leid zufügen. Ich bekomme meine Rache, Geist. Verfluchter Donadan. Okay, Amdir, den Kollegen, den Kompagnon von Aragorn hat es erwischt. Amdir gibt es nicht im normalen, in der normalen Geschichte, aber wir werden auch noch sehen, wieso. Amdir wurde von einer Mogulklinge gestochen. Gut, die Hobbits sind nicht länger in Gefahr. Das freut mich. Haltet euch nicht mit mir auf. Die größte Gefahr ist vorüber. Die Nazgul fürchten jene, die das Feuer tragen. Oh nein! Amdir ist noch nicht tot, das sage ich mal dazu. Er wurde nur schwer verletzt. Das Problem ist, er wurde von einer Nazgul-Klinge gestochen. Von einer Mogul-Klinge, Entschuldigung. Mogul-Klinge heißen die Dinger. Mogul heißt übrigens nichts anderes als Hexer. Es gibt ja auch Minas Morgul, den Turm in der Nähe von Mordor. Das heißt einfach nur der Hexerturm. Und er wurde halt von einer Mogul-Klinge gestochen, genau wie Frodo an der Wetterspitze. Das Problem ist, Frodo hat, ich glaube, 20 Tage oder so überlebt mit der Wunde, als sie dann nach Bruchtal sind. Also die haben noch 20 Tage gebraucht, bis sie dort waren in Bruchtal, bis Elrond ihn dann heilen konnte. Aber es stellt sich dort heraus, dass Hobbits eine unglaubliche Standfestigkeit gegenüber dem Bösen haben. Sie haben eine sehr starke Resistenz gegenüber der bösen Macht und kein Mensch hätte jemals so lange durchgehalten, auch ein Aragorn nicht. Und deswegen sind die Aussichten für Amdir weitaus schlechter, denn Aragorn kann es nicht heilen. Aragorn kann diese Verletzungen von Mogulklingen nicht heilen und Bruchtal ist sehr, sehr weit weg. Sieht schlecht aus für Amdir. Ich bedauere, dass ich einen Augenblick zu spät gewesen bin, aber noch ist nicht alles verloren. Leider bin ich zu spät dran. Amdir wurde von einer Mogulklinge durchbohrt. Das verheißt nichts Gutes. Wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Arshid befindet sich in der Nähe und wird uns zum Ausruhen dienen, während Amdir sich erholt. Schnell, folgt mir! Der von einem schwarzen Reiter verwundete Waldläufer Amdir ist mit seinen Schützlingen in die Wildnis entkommen und befindet sich nun auf dem Weg zurück in das Dorf Arshid. Dort hat Hauptmann Farnbach, ein Söldner im Ruhestand, die Bewohner des Dorfes organisiert, um mit ihnen den Schwarzwoldräubern zu trotzen.